Hallo zur Szene Bruckberg. Ja, die Szene München hat einen Wandertag eingelegt ins schöne Niederbayern. Denn hier hat unsere Wiesengrace Karin Obermeier eine Musikschule gebaut. Das Haus der Musik. Und wir sind bei der Eröffnung dabei. Also ich habe vor 4 Jahren nochmal beschlossen, dass ich jetzt endlich meine große Passion zum Beruf machen will und habe dann mich an der Musikhochschule München beworben, bin dann tatsächlich auch genommen worden und habe die letzten 4 Jahre elementare Musikpädagogik mit Hauptfach Trompeten studiert und habe mir dann so vor 2 Jahren schon gedacht, ja, was machst du denn da nach dem Studium? Und dann hat mein Papa eigentlich so im Scherz gesagt, hey, Bruckberg hat noch keine Musikschule, baust halt einfach mal eine Musikschule. Und dann haben wir erst einmal drüber gelacht. Und irgendwie hat sich dann so diese Idee so in unseren Köpfen festgesetzt. Weil wir gewusst haben, dass die Karin das durchzieht. Also die sagt nicht irgendwie mitten im Projekt, nein, das mache ich nicht und ich breche jetzt ab und das wird mir zu viel, sondern die zieht das echt durch. Und ich bin in der glücklichen Lage, ich bin im Vorruhestand. Und habe also die entsprechende Zeit gehabt und habe gesagt, Karin, natürlich, wir unterstützen wir die, was wir können. Ja, ich habe das Logo habe ich gemacht und dann habe ich die Beschriftung vom Haus gemacht, weil das habe ich früher mal gelernt und habe ein bisschen geholfen mit der Grafik. Und ich war jeden Tag auch da mit dem Schwiegervater, mit seinen 91 und haben wir eben da geschaut, dass das zügig vorangeht. Und jetzt stehe ich da und darf es eröffnen und freue mich riesig. Liebe Freunde, ich freue mich, dass ich heute vor euch sprechen darf, vor über 3000 Gästen. Zahlen hat gerade der ADAC ermittelt. Sie wurden von VW bestätigt. Liebe Stammwählerinnen, liebe Bäuerinnen, das war gestern. Ich freue mich, dass wir hier so schön zusammensitzen und dass wir uns freuen, dass was Neues wo gebaut wird. Meine Damen und Herren, Sie wundern sich, dass ich noch da bin, dass ich noch im Amt bin. Ich wundere mich selber darüber immer wieder. Weil letzten Endes ist es ja so, dass ich mich fit halte regelmäßig. Ich mache regelmäßig Sport, noch 2-mal joggen, dann ist wieder Weihnachten. Und ich bin sehr schlau. Ich werde auf meinem Computer niemals die beiden Tasten Alt und Entfernen gleichzeitig drücken. Nicht mit mir. Ein Pultdach, ich habe das sofort realisiert. Schauen Sie, hier wurde an nichts gespart. Der Vinylboden aus Tausenden von ehemaligen Schallplatten zusammen eingeschmolzenen Schallplatten wurden Sie alleine in der Hofeinfahrt, wurden für die Einfahrt und Parkplätze, ich habe mir das ausrechnen lassen, 8.875 Betonpflastersteine hingepflastert. Hingerichtet. Auf dem Boden! Sodass niemand schmutzige Füße bekommt, das ist nicht irgendein Betonstein, das ist das Allerbeste, was unsere bayerischen Betonsteinfertinger zusammengerührt haben, meine Damen und Herren. Das sind alles 18 cm dicke Schwerlaststeine. Man weiß nie, wer vorbeikommt. Ich gratuliere dir ganz herzlich zur neuen Musikschule, liebe Karin Bruckberg aus Obermeier. Du gehörst zu den Speerspitzen unserer Gesellschaft. Meine Damen und Herren, bevor wir die ganzen Anwesenden loben, möchte ich auf einen ganz besonders eingehen. Karins Opa hatte mit 91 Jahren die Bauaufsicht. Er ist der Allerbeste, meine Damen und Herren. Seine Gemahlin,
die wir auch im Kreise hier begrüßen dürfen. Freuen wir uns sehr, dass sie auch da ist und ihn regelmäßig immer freigegeben hat. Er hat den Bau kontrolliert, der Ober. Rechnet mal Vormittag und Nachmittags, ergeben sich 2 Stunden. Das sind 4 Stunden am Tag, sind zusammen 960 Stunden während der gesamten Bauphase. Lieber Ober, du bist der Allerbeste. Wir freuen uns, dass wir dich haben. Ich bin als Bürgermeister sehr stolz auf Sie, weil Sie einfach was auf die Beine gestellt hat, was in unserer Gemeinde dringend nötig war. Nämlich eine Musikschule, dass man Kinder vor allem, aber auch Jugendliche und auch Erwachsene, wenn sie möchten, zur Musik hinführt. Also der Zuspruch ist schon enorm. Ich habe das vor ein paar Monaten schon gemerkt, als ich das dann mal öffentlich gemacht habe, dass ich sowas errichte. Ich habe gemerkt, dass es einfach sowas in der Gegend noch nicht gibt. Die Gemeinde ist ja total am Wachsen. Bruckberg hat 6.000 Einwohner, da gibt es immer mehr Kinder, die auch sich musikalisch gerne gleich weiterbilden möchten von Anfang an. Oder auch die Eltern, die sagen, Kind, lern doch was. Und der Standort ist auch optimal. Also es ist direkt an der Hauptstraße, es fahren täglich mehrere tausend Autos vorbei. Und das merkt man schon, dass das einfach sofort total bekannt war. Jeder hat doch Träume und die sind oft so verschieden. Doch aus irgendwelchen Gründen sind es Träume nur geblieben. Ein scheinheiliger Glaube, 10 Gebote, was weiß ich. Machen Menschen traurig und die Wünsche sind dahin. Also ein Musikinstrument zu erlernen macht immer Sinn, weil das ist bewiesen, dass vor allem wenn man ganz früh damit anfängt, also es hat einen positiven Einfluss auch aufs analytische Denken, auch auf die Sozialkompetenz von den Kindern. Also angeblich gibt es Untersuchungen, dass Leute, die Instrument lernen, besser in der Schule sind, wobei ich bin auch immer schlecht gewesen in der Schule. Und vor allem wenn man dann halt gemeinsam Musik macht in einer Band oder in einer Kapelle, dann ist das einfach immer eine ganz tolle Sache und macht einfach auch das Leben lang Spaß. Also ich finde es ganz wichtig, dass Kinder oder Jugendliche Musikinstrument spielen. Entweder sind sie Sport machen oder Musik machen, weil die Leute, die gar nichts machen, die verblöden komplett. Also die hocken dann nur noch daheim am Computer und sind nicht, weil Musik miteinander, Musik zum Spielen, das ist ja was Soziales. Man trifft sich, man musiziert miteinander, man hat gemeinsame Hobbys, man hat Themen. Das ist einfach gut, das tut einfach gut. Man kann aber natürlich auch, wenn man sich das später erst überlegt, dass man doch gerne ein Musikinstrument lernen würde, dann kann man auch immer noch im späteren Alter damit anfangen. Also da gibt es immer die Möglichkeit, dass man so vielleicht die Leidenschaft, die man in sich trägt, dass man die irgendwie dann doch noch auslebt. Das macht einfach Spaß. Also Musik tut einfach gut, wenn jemand Musik spielt. Das sind eigentlich fröhlichere Menschen. Musik ist für mich was ganz was Wichtiges. Ich habe als Kind schon immer gern gesungen und singe auch heute noch gern, auch wenn ich es nicht so gut kann. Ich hab natürlich schon immer wieder auch ausbilden lassen. Musste auf dem Nockerberg zum Beispiel singen und sowas. Also auch dann wirklich in der Öffentlichkeit früher. Und jetzt im Programm singe ich auch. Und Musikinstrument, das hat sich nie so ergeben, weil wir jetzt, ich komme jetzt nicht aus einem wahnsinnsreichen Haushalt, wo das dann auch möglich war, ein Instrument zu kaufen und zu lernen. Und ich war damals auch nicht so wahnsinnig motiviert, muss ich vielleicht auch dazu sagen, sodass das einfach dann auch zusammengepasst hat. Und es hat sich erst später ergeben. Ich habe dann, als ich erwachsen wurde, mir dann plötzlich mal ein Klavier gekauft, habe dann gedacht, ich könne das ganz einfach erlernen. Und es war aber dann sehr mühsam und irgendwann habe ich dann Kinder gehabt und dann war das Klavier stand immer im Weg und es hat sich nie so eine Liebe zwischen dem Klavier und mir. Also ich höre gern Klavier, aber wenn ich selber spiele, klingt es komisch. Und dann habe ich jetzt erst letztes Jahr angefangen, Zirch zum Lernen, also Harmonika. Und zwar das mit den Knöpfen dran, also steirische. Und ich habe einen ganz tollen Musiklehrer gefunden, und der mir das beibringt nach einer bestimmten Methode. Da gibt es also so in Österreich eine Methode, die Michelbauer Methode. Und da lernt man das sehr, sehr schnell, das Instrument, und kann auch relativ früh viel darauf spielen. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr große Entspannungsübung für mich, weil ich immer dann, wenn ich mal zu viel habe, ich arbeite wirklich enorm viel. Und dann kann man sich vorstellen, manchmal komme ich sehr spät in der Früh erst wieder nach Hause. Also meistens fahre ich so um 3 los und dann bin ich in der Früh um 2 wieder bei mir zu Hause manchmal. Oder um 2:30 und wenn der Tag dann so losgehen soll, dann spiele ich manchmal eben einfach auf dem Harmonium, beziehungsweise halt einfach auf der Zirch. Und das macht mir großen Spaß und das ist wie so eine, also ich brauche da kein Yoga oder keine Versenkungsdinge, die sonst so Dinge machen. Ich muss mich so auf das Notenblatt konzentrieren, dass ich an nichts anderes denken kann, als nur an das Notenblatt, an die Zirch, an meine Knöpfe und an meine Hände, die hoffentlich das spielen, was auf dem Notenblatt steht. Und deswegen ist das für mich was sehr Erhebendes.
Des Karins Musikschule kann drei Unterrichtsräume aufweisen. Zum einen der große Unterrichtssaal sowie zwei Unterrichtsräume. Dies ist einer davon. Jetzt denken Sie vielleicht, oh, lecker backen zu Jazzmusik, jedoch mitnichten. Heute zur Eröffnung ist einfach alles mal anders. Hier ist also das Kuchenbuffet. Natürlich wurde hier auch auf Details geachtet. Schauen Sie sich mal hier diesen Garderobenhaken an. Das sind alles Noten. Karin Obermeier. Mein Leben, meine großen Erfolge. Ja, das Haus der Musik ist auch eine Art Museum. Sehen wir hier doch zum Beispiel das erste Instrument, auf dem Karin Obermeier musiziert hat. Es handelt sich um ein althochniederbayerisches Biegehorn, das sie übrigens nur spielen konnte, wenn der Arzt gerade kein Stethoskop gebraucht hat. Ansonsten findet sich hier auch ihr erster Preis. Ja, den hat sie allerdings von einer Umweltorganisation bekommen. Bei ihrem Auslandsaufenthalt in Peru sollten einige Schimpansen ausgewildert werden. Die wollten nichts ohne weiteres in den Dschungel gehen. Erst ihr liebliches Spiel hat sie in ihre natürliche Umgebung gelockt. Dafür dieser Preis. Hier der gesamte Katalog der Blechbixen und natürlich auch das Bachelorzeugnis. Wo privat draufsteht, ist auch privat drin. Und da wird es für uns natürlich interessant. Das hier ist also der private Wintergarten von Karin Obermeier. Und es befindet sich auch ein Waschautomat. In diesem Zimmer ist klar, die ganzen verrotzten Schüler, da muss man mal diese vollgespuckten Mundstücke der Blasinstrumente rasch durchschleudern, bevor, aber wie auch immer. Das hier sind übrigens die lautlosen Stepp-Pantoletten von Karin Obermeier. Ja, diese Frau ist wahrhaft vielseitig. Hier hinten befindet sich der ebenerdige Heizungskeller. Das hier ist Karin Obermeiers Büro. Eine kleine Küche hat sie auch noch. Abschließend noch ein kurzer Blick in den großen Unterrichtssaal, für den, so munkelt man, auch schon die Rolling Stones Interesse angemeldet haben bezüglich der Proben zu ihrer 27. Abschiedstournee. Volk von Bruckberg und München, da spielen sie auf, die pfalzgräflichen Pfeifer, üblicherweise auf der Landshuter Hochzeit, aber die ist ja erst in 2 Jahren. Insofern eine große Ausnahme, dass sie heute ihre Instrumente rausgeholt haben. Zum Beispiel die beiden drolligen Dinger sehen aus wie Regenschirme, sind aber in echt historische Krummhörner. Na gut, sie spielen gerade ein Lied namens Die Schlacht. Ja, die hatten wir vorhin am Kuchenbuffet. Übrigens, das hier ist die Heckansicht von Wolfgang Krebs. Haben Sie so auch bestimmt noch nie gesehen. Und das war es jetzt auch mit der Szene München für heute. Vom Wandertag nach Bruckberg zur Eröffnung des Hauses der Musik von unserer Karin Grace Obermeier, die da hinten auch in einen Nachbau eines historischen Instrumentes bläst. Danke, Servus aus. Vielen Dank, dass du so gut jetzt.